Wir sitzen im schönen Hessen vor Wolfgangs Wohnwaggon und freuen uns, dass wir heute hier sein können. Wir haben schon viel gequatscht. Ilan ist heute hinter der Kamera erstmal. Wolfgang, erzähl uns doch mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dir ein Tiny House bauen willst und wie es vor allem zu dem Wohnwaggon gekommen ist. Ja, ich habe mich 2015 irgendwie in die Idee verliebt. Und damals war das aber noch ganz weit weg für mich, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, wie lange ich noch arbeiten muss. Und als ich dann in den Jahren 2017, 2018 so ein bisschen genauer wusste, wo die Reise hingeht, habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und mich sehr intensiv darum gekümmert. Im Internet viel recherchiert, viele Leute kennengelernt. Und von Anfang an war ich aber eigentlich so emotional auf den Wohnwaggon fixiert. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe nie ein anderes Tiny House vorher angeguckt. Ja. Ich bin so ein Bauchentscheider. Da ging es eigentlich nur noch darum, kann ich mir vorstellen, tatsächlich da drin zu wohnen. Und nachdem das erste Probewohnen Wochenende im Winter in den Wiener Bergen beendet war, war ich fest überzeugt, da jetzt loszulegen. Und du sagtest auch vorher, dass du dir noch nicht sicher warst, möchtest du mehr in Richtung Eigentumswohnung gehen oder eigenes Häuschen. Was waren dann die Argumente für dich für ein Tiny House oder für den Wohnwaggon und nicht für die Eigentumswohnung? Als ich wusste, wie lange ich noch etwa zu arbeiten habe, war für mich klar, mit dem Übergang in die Rente ist natürlich auch ein Einkommensverlust verbunden. Und ich habe bisher eine Wohnung gehabt, die hat 105 Quadratmeter, in der habe ich alleine gelebt. Ich habe mich dabei ertappt, ich habe gar nicht so viel Raum gebraucht, obwohl die wirklich schön war. Also es war klar, ich möchte mich verkleinern, aber in was ich mich verkleinere und wie, das war völlig unklar. Und es hätte sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, dass ich mir irgendwo hier auf dem Land eine Eigentumswohnung kaufe. Die Argumente, die es für mich entscheidend beeinflusst haben, waren vor allen Dingen die Individualität meiner Lösung. Also ich habe jetzt eine voll individuelle Lösung, die ist Wolfgang live. Ja, und darauf kam es an. Ja. Am Ende bei einer Eigentumswohnung hätte ich doch wieder irgendwie nur das Konzept eines anderen adoptiert. Und hier habe ich mein eigenes. Wie lange lebst du jetzt schon hier? Ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ein Phasenmodell. Also der Wagen wurde geliefert im Juli letzten Jahres und dann war ich sporadisch hier und habe dann die Anzahl meiner Übernachtungen und meiner Anwesenheiten immer weiter ausgedehnt. Und seit Corona eigentlich auf dem Plan ist und seit ich Homeoffice dann gemacht habe, also in den letzten Monaten meiner Berufstätigkeit, seit März bin ich jetzt durchgehend hier und war aber immer noch nicht vollständig umgezogen. Also ich hatte immer noch Dinge in meiner alten Wohnung und das ist jetzt seit 2 Wochen erledigt. Also ich habe also quasi so überlappende Zeitstrahlen gehabt. Die sind aber jetzt alle beendet und jetzt bin ich hier. Und frisch gebackener Rentner. Und frisch gebackener, ja, ich bin ja noch kein Rentner, ich bin ja noch Altersteilzeitler. Okay, sehr schön. Und wie groß ist jetzt das Haus? Und wie viele Quadratmeter haben wir jetzt? Also wir haben hier 33 Quadratmeter, alles auf einer Ebene. Ich merke gerade, der Regen intensiviert sich langsam. Wir sollten jetzt mal reingehen. Eine Frage habe ich noch. Und zwar finde ich es außergewöhnlich, dass der Erker hier vorne ist, beziehungsweise dass der Erker quasi der Eingangsbereich ist. Wie ist denn das zustande gekommen? Als ich in einem Standardwohnwaggon zur Probe gewohnt habe, hat mich das irgendwie gestört, dass beim ersten Schritt ins Haus, dass ich mitten im Wohnzimmer gestanden habe. Und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wie kann ich es erzeugen, dass ich quasi einen Eingangsbereich bekomme. Und so kam die Idee zustande, dass wir gesagt haben, ja, dann machen wir einfach den Eingang in den Erker und die Sitzgarnitur auf die andere Seite und damit auch die 3 Bullaugen, die sind ja das Siegel von Wohnwaggon. Dementsprechend ist dann diese Entscheidung so gefallen. Ich bin weiterhin sehr glücklich, dass ich das gemacht habe, weil so der Erker fast noch stärker den Raum öffnet nach beiden Seiten. Und das ist optisch sehr angenehm und das lässt es noch weniger klein erscheinen. So, jetzt sind wir ja in diesem wunderschönen Erker und ich kann problemlos stehen, wie man sehen kann. Und du hast vollkommen recht, es öffnet alles. Du hast hier sogar noch einen Kleiderschrank, ne? Also in dem Schrank ist alles drin, was nicht Hemd ist. Ja, Sommer wie Winter, man sehe sogar Anzüge
habe ich noch aus meinem früheren Leben übrig behalten. Hier unten habe ich Schuhe. Also ich habe ziemlich genau 75-80% meiner gesamten Besitztümer, ob das jetzt Kleider sind oder Dinge, die man so um sich herum ansammelt, von denen habe ich mich getrennt im Laufe dieses Jahresumzug. Wobei mir ganz wichtig ist, ich habe so einen sanften Umzug eben gemacht. Ich hätte mir einen Big Bang, so nach dem Motto, ich muss jetzt nächstes Wochenende da draußen sein, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Und für mich war das sehr wichtig, diese Zeit zu haben, mich darauf einzulassen, nach und nach jedes Stück anzuschauen und mir diese Entscheidung auch manchmal schwer zu machen, ob ich mich trenne oder nicht. Und das war dann logistisch einfach auch viel einfacher, weil am Ende konnte ich mit meinem kleinen Auto, ich glaube, wir haben einmal ein größeres Auto, haben wir den Schrank hier. Ja, den hier. Das ist das einzige Möbelstück, was ich aus meiner alten Wohnung mitgebracht habe. Ja, sehr schön. Dieser Schrank hier. Sehr, sehr schön. Passt perfekt hier rein, auf diesem rustikalen Boden. Das ist Eiche Altholz. Man hat mir versichert, der hat schon viel erlebt. Also hier geht es dann quasi links in den Schlafbereich. Hier habe ich nochmal einen Schrank. Ja, super. Und da drunter hast du auch noch Stauraum, ne? Ja, genau. Also das ist eigentlich der größte Stauraum. Im Wagen sind die drei langen Schubladen. Ja, also die sind wirklich sehr üppig, was den Platz angeht. Der findige Zuschauer wird feststellen, dass man ja die beiden Schubladen nicht ausziehen kann, weil das viel zu kurz wäre. Deswegen kann man dieses ganze Konstrukt hochheben und kann auch von hinten da dran. Diese Seiten sind ja größer. Hier drüben ist dann auch noch mal eine Klappe. Da ist auch noch mal Stauraum drunter. Ist das alles Lehm? Oder ist das ist Lehmputz, ja. Das ist ja auch eins der Markenzeichen von Wohnwagonen. Lehmputz, wie ich mir habe sagen lassen, ist feuchtigkeitsregulierend. Und dementsprechend habe ich auch hier in diesem Wagen noch nie irgendwelche Probleme mit Luftfeuchtigkeit gehabt. Im Gegenteil, ich habe eher zu wenig Luftfeuchtigkeit gehabt, gerade im Frühjahr jetzt, als es ziemlich trocken war. Jetzt im Sommer spielt sich die Luftfeuftigkeit immer etwa zwischen 40-60% ab. Und hier hast du sogar noch mehr Stauraum, wie ich gerade sehe. Da ist mein Büro drunter. Ja, da habe ich meine ganzen... Alle Unterlagen und alles, was... Ja, da sind so Ordner und solche Dinge. Ja? Also das ist so ganz, ganz typischer Dinge, wo man auch mal schnell, wenn man am Tisch sitzt, dran muss. Ja, super. Also du hast ja jetzt hier die voll autarke Ausstattung. Du hast ja einmal PV auf dem Dach, du hast die Kläranlage draußen, das wassergeführte Heizsystem über den Ofen. Wo ist die gesamte Technik? Im Keller, ne? Ist voll unterkellert sogar? Genau. In diesem Kasten ist die gesamte Haustechnik, also die Heizungstechnik, die Stromtechnik und die Wassertechnik, alles verborgen. Und natürlich ist da auch noch zusätzlich ein bisschen Stauraum für so nette Dinge wie Wäscheständer und solche Dinge, die man, oder oder so ein Ventilator, solche Dinge, die man nicht so unbedingt den ganzen Tag gerne in der Wohnung stehen hat. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, wie die Steuerung funktioniert, weil jetzt haben wir die Technik mal gesehen. Also die Anlagen hängen alle an einem Server. Ja, der ist dort unten auch im Keller verbaut. Und der übermittelt die Daten von allen möglichen Temperaturfühlern, von Pumpenfühlern. Das kann ich euch gerne gleich mal zeigen. Das eine ist die Temperaturen-App. Hier kann man jetzt alle Temperaturen sehen, die im Haus herrschen, also im Wohnbereich, im Bad, wie heiß das Boilerwasser ist. Wenn jetzt der Ofen angeheizt wäre, könnte man auch noch das Ofenwasser sehen, das Heizungswasser würde hier, welche Temperatur im Keller ist, wie der Druck ist der Heizung. Hier sieht man jetzt alle Heizungspumpen, alle Wassertransportpumpen, die in irgendeiner Weise das System speisen. Und damit kann ich auch immer sehen, welche Heizkörper gerade, wenn man es nicht sowieso fühlt, welcher Heizkörper an ist und warum er ausgeht. Und also mit diesen Logiken fängt man sich dann an zu beschäftigen. Und die andere App ist dann für Strom, ne? Die Strom-App, genau. Und hier sieht man also zunächst erstmal den Systemstatus. Also hier sieht man, wie viel Watt gerade verbraucht werden im Haus, wie viel Watt Solarertrag da sind, wie die Batterie geladen ist und ob der externe Strom
verwendet werden muss, wird im Moment nicht 0 Watt externer Strom. Und wenn man das im Zeitablauf, kann man sich dann Grafiken anschauen und hier sieht man dann sehr schön, dass in der Winterzeit, dass der Stromverbrauch, der in den roten Balken zu sehen ist, dass der höher ist als der Solarertrag. Und in den Sommermonaten übersteigt der Solarertrag den Stromverbrauch. Hier kann man jetzt wunderschön sehen, wie der Strom gerade fließt. Ja, also das zeigt jetzt, dass die Batterie im Moment geladen wird, dass quasi von der Solarenergie, die hier wieder gelb ist, die Batterie geladen wird und ein Teil des Stroms geht an den Wechselrichter und zu den Verbrauchern, die im Moment 35 Watt verbrauchen. Du kannst ja mal spaßeshalber den dritten Schalter betätigen. Jetzt haben wir das Licht eingeschaltet und jetzt sieht man, wie von 35 auf 49, 48 der Verbrauch gestiegen ist. Ich finde es einfach wichtig, sich ganz bewusst mit Energie zu beschäftigen. Und diese Apps sind natürlich eine Spielerei, aber die helfen dabei, ein ganz klares Bewusstsein, eine Transparenz darüber zu bekommen, was in deinem Haus passiert mit der Energie. Und dementsprechend kannst du auch dein Verhalten anpassen. Und genau das ist das, wie ich mir Leben vorstelle, dass es nicht einfach so nach dem Motto, der Strom kommt aus der Steckdose, sondern ich versuche hier möglichst bewusst mit meinen Ressourcen umzugehen, weil ich eben auch merke, im Winter, wenn jetzt nicht so viel Sonne da ist, ja, dann wird es auch knapp mit dem Strom. Da muss man mal gucken. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie deine Küche aufgebaut ist. Welche Elemente hast du hier? Wie kochst du? Also fangen wir vielleicht mal auf der rechten Seite an. Wie gesagt, zentrales Element ist wieder der Herd in der Mitte. Den nutze ich natürlich zum Heizen und zum Kochen im Winter. Wenn aber nun eben Sommer ist, wie im Moment, dann wäre das eine schlechte Wahl. Und deswegen habe ich zusätzlich eben einen zweiflammigen Gasherd. Mhm. Ich habe vor 2 Wochen für 8 Leute gekocht. Alles auf dem zweiflammigen Gasherd. Super. Geht auch, wenn man, ja, das ist mehr eine Sache der Haltung, glaube ich. Wenn man will, dann geht das alles. Man hat ein bisschen eine andere Logistik in der Küche. Also man räumt schneller auf, macht schneller sauber wieder. Und dann funktioniert das auch. Ne? Also man kann natürlich jetzt nicht hier sich überall alle Töpfe ausbreiten, also dann würde es schwierig werden. Aber mit ein bisschen Organisation kann man in so einer Küche wunderbar arbeiten. Das ist hier mein Geschirrschrank. Also hier ist alles mein komplettes Geschirr. Wie viele Gäste kannst du haben? Naja, also wir haben es schon mit 8 geschafft. Ja. Super. Die Engstelle war nicht das Geschirr, die Engstelle war das Besteck, weil ich nur 6 Messer besitze. Ja. Aber auch das kann man irgendwie hinkriegen. Ansonsten habe ich versucht, es irgendwie möglichst logisch aufzubauen. Hier habe ich quasi eine Art Vorratsschrank. Ah, super. Ja. Ne? Und hier habe ich nochmal einen Flüssigvorratsschrank. Das auch sehr tiefe Schubladen, toll. Die kleinen Dinge des Lebens sind in den Schubladen untergebracht. Hier ist der Kühlschrank. Klein, aber fein, kein Gefrierfach. Ich habe darauf verzichtet, das aus Energiegründen. Aber doch noch eine angenehme Größe, ne? Als die 8 Leute hier gegessen haben, war der voll bis zum Anschlag, aber es ging auch irgendwie. Super. Und dann, du hast ja keine Spülmaschine, sondern du hast deine manuelle Spülmaschine. Ich habe meine manuelle Spülmaschine, die geht auch immer. Und das hier ist meine Waschmaschine. Super. Die hat so 4,5 Kilo oder sowas. Mein Lieblingsteilchen, das habe ich jetzt seit 6 Wochen. Ich wasche jetzt ohne Waschmittel und benutze diesen Waschball dafür und bin bass erstaunt, dass nichts, aber auch wirklich gar nichts riecht. Man kriegt sicherlich keine Blutflecken oder Ketchupflecken oder Rotweinflecken raus, das muss man anders behandeln. Aber für eine normale, was weiß ich, ein verschwitztes T-Shirt oder sowas, überhaupt kein Problem. Und damit entlastet sich eben auch mein Wasserkreislauf, denn das Wasser geht ja aus der Waschmaschine direkt in die Kläranlage draußen. Und du sagtest gleich, dass durch diese Waschkugel auch die Algenbildung vorne in deinem Klärteich reduziert wird, ne? Ja, vor allen Dingen wird sie dadurch reduziert, dass keine Waschmittel mehr quasi als Nahrungsmittel für Algen und Bakterien nach draußen gehen. Super. Hier ist nochmal ein Technikschrank. Hier kommt die gesamte Elektrosteuerung
zusammen. Der LTE-Router, also der mir Internet, mobiles Internet bringt, der ist hier oben verbaut. Und ansonsten gibt es eben noch so einen Router im Keller unten, der die für die Heizungsanlage die Daten bringt. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das Badezimmer, welches sich hinter dieser Schiebetür befindet. Bitteschön. Oh. Komm hier rein. In dein Bad. Ich muss mal gerade hier ran. Ganz toll. Also du hast hier einen Heizkörper, die klassische Trockentrenntoilette. Kompostierst du? Ja. Okay. Und dein trenne allerdings den Fäkalienkompost vom normalen Küchenkompost. Also okay. Und die Dusche ist ja auch wunderschön. Ich kann auch gerne ein bisschen mehr Licht machen. Das wow. Und dann haben wir noch so ein kleines Schmankerl hier. Wir haben nämlich aus dem Spiegel so eine Art Alibert gemacht. Wunderschön. Und das ist alles, was du an Kosmetik hast, brauchst? Naja, ich habe hier unten noch ein paar Medikamente und so. Männer haben ja auch ganz viel Kosmetik, weißt du. Ja, meist also, mehr als Frauen. Ja. Und Handtücher hast du auch hier drin oder sind die dann die vorne? Die Handtücher habe ich da vorne unter Bett. Super. Aber hier habe ich jetzt einen Teil, zum Beispiel meiner Schmutzwäsche. Große Teile wie Bettwäsche, die packe ich direkt in die Maschine, aber so kleine Kleidungsstücke, da habe ich hier mal einen Sack. Man hat hier so eine schöne Aussicht auch, diese Verglasung hier vorne und der Erker. Also es ist alles andere als eng oder hast du das irgendwie so empfunden, dass Platzmangel aufkam, als du die Wohnung aufgelöst hast bzw. hergezogen bist? Nein, im Gegenteil. Ich habe in meiner Wohnung, dadurch, dass ich immer nur mich an bestimmten Stellen aufgehalten habe, habe ich das eher sogar als komisch, aber als weitläufiger hier empfunden, weil hier halte ich mich wirklich überall auf. Mhm. Ja, also ich fülle diese Wohnung aus, die andere habe ich gar nicht ausgefüllt. Ja, also. Stehe. Wo liegen denn jetzt die laufenden Kosten im Vergleich zu den Kosten, die du vorher hattest in der Wohnung? Also wenn du das jetzt mit den Tiny House vergleichst, kann man da schon ungefähr einen Vergleich ziehen? Ja, das ist ein gigantischer Unterschied. Ich habe vorher 1500 Euro Miete kalt gezahlt und zahle jetzt hier 300 Euro Pacht für das Grundstück. Und die Nebenkosten halten sich aufgrund der Autarkie, wenn es denn funktioniert am Ende, halten die sich deutlich in Grenzen. Und dementsprechend ist das jetzt schon eine Sparlösung. Natürlich muss man die Investition, das Haus selbst auch in Betracht ziehen. Ja. Was war, wie hoch war das, Pi mal Daumen? Kannst du das Haus hat über 150.000 Euro gekostet. Also lieber Wolfgang, herzlichen Dank für deine Einladung. Wir haben das sehr genossen bei dir. Ja, ich möchte auch Danke sagen. Also jetzt mal unabhängig davon, dass wir Aufnahmen gemacht haben, war das ein sehr netter Nachmittag mit sehr netten und guten und auch tiefsinnigen Gesprächen. Das ist immer schön, immer gut. Ja. Ja, vielen Dank dafür. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und sagen Tschüss. Tschüss. Sag Tschüss. Tschüss. Oder wink. Tschüss.